Schön, dass du da bist. Nochmal ein Video zum Thema Hochsensibilität. Es lässt mich irgendwie nicht los. Und es gibt einen Punkt daran, der mich ein bisschen stört, würde ich sagen. Und zwar habe ich das Gefühl, dass dieser Begriff Hochsensibilität negativ konnotiert ist. Im Englischen klingt es ein bisschen anders. Highly sensitive, also hochsensitiv, ist für mich, es fühlt sich anders an. Es hat auch eine leicht andere Bedeutung als dieser Begriff hochsensibel. Und kennen die meisten, die dieses Video sehen, auch wahrscheinlich, ne, dieses sei doch nicht so sensibel, sei doch nicht so empfindlich. Das geht so in eine Richtung, eine Überempfindlichkeit, die irgendwie so einen negativen Beigeschmack hat. Und auch dieses Thema, dass viele Hochsensible sich in einer Opferhaltung sehen oder Opferposition. Ja, ich bin halt so und das ist was Negatives und die Welt sollte anders sein, weil ich komme mit mir selbst nicht klar. Und das führt natürlich auch dazu, dass dieser Begriff dann so mehr Publicity, zu mehr Publicity gelangt. Ne? Dass Menschen sehen, da gibt es Menschen, die bezeichnen sich als hochsensibel und das sind diese Spinner, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen und die man in Wattetücher oder Wattebäusche packen muss oder in Eierkartons, damit die nicht kaputt gehen, weil die nichts aushalten und auch keine Kritik vertragen und keine Grenzen setzen können. So in etwa jetzt, um es mal ein bisschen zu überspitzen. Und was ich gemerkt habe, also ich habe ja auch schon öfter gesagt, dass ich nichts mehr zum Thema Hochsensibilität mache. Was ich jetzt schon öfter gemerkt habe, ist, dass dieser, nicht der Begriff wiederkommt, aber dass die Menschen, die sich auch unter diesem Begriff wiederfinden, Hochsensibilität oder Empathen, ich mag auch den Begriff gerne wahrnehmungsstark, das ist wirklich als eine Stärke zu sehen, das kommt immer wieder. Und gerade bin ich dabei zu überlegen, wie kann ich das, was ich an Arbeit anbiete, also auch in Richtung, ich mache das mit dem Feel-Good-Marketing, also Marketing, was sich gut anfühlt für einen selbst und die eigenen Kunden, eher so Richtung Solopreneure, Selbstständige, kleine Unternehmen, dann noch die Waldbaden-Ausbildung und auch diese Workshops, die unter dem Deckmantel Hochsensibilität gelaufen sind bisher. Wie kann ich diese Arbeit anbieten? Also unter was für einem Begriff, unter was für einer Brand, unter was für einer Marke? Und da habe ich gerade keine Ahnung. Ich dachte, ich teile es einfach mal. Vielleicht nenne ich es ja wahrnehmungsstark. Vielleicht nenne ich es auch, ich mache Sachen für Empathen. Vielleicht auch für Menschen, die sich mit sich selbst auseinandersetzen, bewusst und überlegen, wer bin ich oder was bin ich oder was gibt es da alles für Gefühle und Gedanken in mir und ja, ne, diese bewusste Auseinandersetzung mit sich selbst. Da habe ich gerade keine Antwort. Ich wollte einfach mal teilen, wo ich da gerade stehe oder liege mit diesem schönen Hintergrund hier. Kannst gerne, falls du irgendeine Inspiration hast, einen Kommentar hinterlassen oder auch deine Fremdwahrnehmung. Wie nimmst du mich wahr? Was denkst du, was ich da mache? Wie würdest du das beschreiben? Würde ich mich sehr freuen, von dir zu hören, zu lesen und wünsche dir einen wundervollen Tag. Liebe Grüße.